Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Aufnahmemarathon. Das heißt, die nächsten Folgen, die kommen werden. Die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, wahrscheinlich 6 Folgen, wenn ich das jetzt wirklich durchziehe, werden am Stück aufgenommen. Heißt, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen und so weiter habt, dann werde ich darauf in den Kommentaren hoffentlich eingehen. Ein bisschen zuverlässiger als die letzten Wochen. Aber auch nicht, aber dann halt nicht in-game. So. Die Verwirrung der LSD-Höhle greift schon auf mich über. Ich merke es. Abgesehen von meiner eigenen Verwirrung. Und dann wollen wir mal hier ein bisschen forschen und erkunden. Was greift uns an? Wahrscheinlich Fledermäuse, oder? Flatteramüs. Ja. Ich bin zum Kämpfen. Wir machen mal die Konsole an, wahrscheinlich. Genau. Minus 100 Erfahrungspunkte wegen zu hoher Stufe. Wir sind einfach zu gut für diese Welt. Nehmen ein paar Fellfetzen mit, während unsere Gefährten gemütlich weitermachen. Vielleicht wären wir inzwischen auch ein bisschen mehr gerüstet für die Höhle. Aber, ja. Ich glaube, wir hätten auch gar nicht mit Ardo hin sollen. Aber mir war es wichtig, dass Ardo hier mitkommt. Und dann habt ihr mir gesagt, könne ich auch, noch einmal mit Herrn Kriskram reden. Nein, nicht das Feuermoos. Nicht das famose Feuermoos. So, ich bin gespannt. Fledermäuse. Ah ja, das habe ich jetzt. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen, dass hier Fledermäuse existieren. Ist ja nett, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, uns darauf hinzuweisen. Das darfst du jetzt mal tragen. Hier ist noch eine Fledermaus. Da hinten blubbert irgendwas. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Hör mal los. Hör mal los. Und los. Oh. Mir stellen sich alle Rückenhaare auf. Hier wird es doch nicht etwas spüren. Nee, hier Morphut ist nur. Oh, ich glaube, es spukt aber tatsächlich. Ich habe einen Geist gesehen. Er lief Richtung. Richtung da weiter halt. Morphut, ein bisschen aussehen wie eine Gewürzgurke. Ich war in Weimar und da habe ich das erste Mal Kochgurken gesehen. Im Stand. Wir haben sie mitgenommen. Meine Tante ist essen gegangen. Ich hatte keine Lust auf Menschen und bin in der Ferienwohnung geblieben. Und habe gedacht, wieso nimmst du das nicht wörtlich und probierst es wirklich, sie zu kochen? Und ich muss sagen, die haben gar nicht schlecht geschmeckt. Ich hätte nicht gedacht, dass man Gurken kochen kann. Das schmeckte so ein bisschen wie Essiggurken, also eingelegte Gurken. Nur halt ohne diesen Essiggeschmack. Fand ich irgendwie geil. War gut. Wahrscheinlich kocht man die auch in Essig, könnte ich mir vorstellen, eigentlich. Wer bist du? Ach, Eirik. Du kommst zu spät. Eirik. Viel zu spät. Eirik, lass uns über Kochgurken sprechen. Deine Gurke... Nein, lass mir das. Was wird hier eigentlich heruntergezählt? Okay, lassen wir uns nicht ablenken. Ich bin Berliner mit Hüftschaden und ich komme immer zu spät, aber das tut nichts zur Sache, weil auch später bekomme ich Dinge gerichtet. Ich bin wieder mit Berliner. Doch, wie heißt Berliner? Mit dem Hüftschaden, die heißt gar nicht Berliner. Wie habe ich sie gerade genannt? Ich weiß es nicht. Ich bin dieser Schatzkarte gefolgt. Ich war ein Eiligster. Behalte meinen Namen in Erinnerung. Wenigstens du sollst dich an mich erinnern. Glückloser Schatz. Eirik, ich habe einen großen Schatz gefunden. Deine Erinnerung.
Zu spät und glücklos? Es ist schon jemand, hat schon jemand den Schatz gefunden? Ja, oh ja. Eine blonde Frau wuchs die mir an. Ich bin verdammt, ermordet und dann ausgeraubt. Verdammt. Das ist natürlich fies. Die Kartenhändlerin, aber warum bist du verdammt? Etwa durch ihren Diebstahl? Einst gehörte ich zu Eilefs Mannschaft. Wir hatten sagenhafte Schätze der Hochelfen an Bord, als ich ermordet wurde. Ah, welche Niederlage. Welche Schande. Ist ein bisschen überstrahlt, guter Mann. Schreckliches geschah. Die Gischtkrone, Eilefs Schiff, sie sank. Der Flussvater, er nahm sich alle Schätze. Zu gefährlich für die Welt da draußen. Tja. Doch was ans Ufer kam, war seinem Zugriff entzogen. So muss ich wachen, in seinem Auftrag, bis sie in seine Ordnung zurückgelangen können. Okay, wir müssen den Schatz also zurücksuchen. Zurückholen und ihn ins Wasser werfen. Soll also die Artefakte finden und dem Flussvater zurückgeben. Dann bist du befreit. Der Flussvater wird sich erkenntlich zeigen. Reich belohnen wird er dich. Mit Muscheln. Bitte, hilf mir. Und deinem Leben. Wir sind hier da, um zu helfen. Ich habe keine Schatzkarte mehr. Ein Geist, so wie ich. Er kann, er muss dir helfen. Vielleicht kann er auch von meinem Mörder wissen. Aber er weiß von einem Artefakt. Das ist gewiss. Na, wo kann ich ihn finden? Südlich, an einem versteckten Ort, wo Elfen einen Baum bewohnen. Dort ist ein Sumpf mit Ruinen am Fluss, wo ein versteckter Eingang ist. Frag ihn nach meinem Mörder. Frag ihn nach den Schätzen. Frag ihn für mich. Natürlich, Eirik. Alles für die Toten. Wir werden trotzdem die alte Kiste einmal ankrabbeln. Ah ja. Ja. Die Haarnadeln für dich. Gut. Die hast du bekommen, ne? So, Eilef. Das ist natürlich ein hartes Los. Aber wir werden dich erlösen. Ich frage mich, hier ist so ein schöner Flussufer. Ob wir hier am Ende dann den Schatz übergeben sollen. Nice. Okay, da sind die Morphus. Das war ein kurzes Vergnügen. Wir können die Quest weiter verfolgen, wenn wir wieder Richtung Jagdgebiet fahren. Da kommen wir an dem Elfenhain vorbei. Jetzt gucken wir erstmal in den Steinkreis, würde ich sagen. Der steht da ja auch noch rum. Kann einem leid tun, der Geist. Kann einem leid tun. Und jetzt zerwitschern hier wieder die Vöglein. Die Vöglein. Als wäre nichts gewesen. Oh, Zunderschwamm. Oh, Fehlschlag. Ist hier noch eine Höhle? Ne, hier ist nur ein Felsen. Sehr verdächtig. Wir speichern mal. Unter verdächtiger Felsen. Das ist schon 61, ja. Fels. Der Höhleneingang ist verschüttet. Hier kommen wir nicht weiter. Ach, so ein kleiner Fulminictus und dann hat sich das eigentlich. Aber okay. Wo auch immer wir hin wollten. Halt. Was ist da? Ein hohler Baumstumpf. Er möchte untersucht werden. Yay, Ulmenholz.
wenn wir im Bogengewerbe wären. In der Herstellung. Dann würden wir eventuell das mitnehmen. Aber so belasten wir uns einfach nicht damit. Das ist noch Würselkraut, aber wir haben eine Tonne davon. Die Einbeeren da hinten, die nehmen wir aber mit. Und jetzt grillen wir ein paar Wölfe, für die wir eh nichts bekommen. Wir könnten sie in Ruhe lassen, wenn sie nicht so aggressiv wären und uns im Wege stünden. Dann könnten wir sie einfach leben lassen. Die Felle werden abgezogen. Und eine Zollfeste abgewogen. Und dann geht es zurück. Irgendwie. Fehlschlag, Belina, Fehlschlag. Du bist nicht Belina mit dem Hüftschlagen, du bist Belina Fehlschlag. Nein, das wäre richtig gemein. Wer redet denn so? Ich meine, es gibt nichts, was es nicht gibt und sicher auch Menschen, die so reden, um sich besser zu fühlen. Aber wir sind das nicht. Bleichmond, wer will schon Bleichmond? Laufen am Felsen entlang. In die Dunkelheit. Immerhin gibt es hier keine Feuerbienen fliegen. Die sind tendenziell nämlich etwas nervig. Okay. Ich frage mich, wer die Hirschkäfer hergezaubert hat letztens. Und was damit beschützt werden sollte. Ist die Wartburg, aka Zollfeste. Und wir nähern uns, glaube ich, gefährlich. Okay, die Anlegestelle sieht schon schön aus, aber eben auch sehr gruselig durch die Finsternis. Oh! Wir haben einen Schnellreisepunkt. Oh. Seht dort vorne, der stattliche Kerl. Das könnte doch Phileason sein. Wie die drei da jetzt hocken. Traut ihr euch nicht weiter? Okay. Ich sehe schon, Belina muss mit dem stattlichen Kerl reden. Ich finde es schön, dass wir jetzt die Anfangscrew haben, aber guck mal, wie sie aus dem Gras hervorgucken. Es muss doch hier irgendwo sein. Beim eisigen Nordwind sehe ich so aus, als wäre mir nach Gesellschaft. Mach, dass ihr Land gewinnt. Gewinn deine Füße, Alter. Ah, dort drüben. Das muss es sein. Ja, führ uns hin. Okay, ich würde mal sagen, wir müssen ihm in einem gewissen Abstand folgen. Wenn nicht sogar schleichend, aber er rennt so. Nachher verlieren wir ihn aus den Augen. Das wollen wir auch nicht. Ach so, aber er wird als Fragezeichen auf unserer Karte markiert. Das ist natürlich nice. Nice in Stein. Ein Sphärenriss? Dragon Age ist doch überall. So, wir schleichen jetzt mal. Jetzt reicht's. Wer seid ihr? Weshalb schnüffelt ihr mir nach? Belina, du bist nicht besonders gut im Schleichen, gib's zu. Die anderen sind schuld. Ich glaube, der Zwerg, der durch das Gras wartet, hat uns verraten. Mein Name ist Belina mit dem Hüftschaden und es ist nicht meine Absicht, euch hinterher zu spionieren, auch wenn es durch den Schleichmodus natürlich jetzt so aussieht. Ach wirklich? Gut. Nehmen wir für einen Moment an, ihr sagt die Wahrheit. Was habt ihr denn hier zu schaffen? Ich weiß alles. Alles. Fast alles. Menschkern ist Ardo. Hm. Ihr habt mich zum ersten und zum letzten Mal der Lüge bezichtigt. Wenn euch die Sorgen eurer Mannschaft nicht scheren, soll's mir recht sein. Bleibt wegen mir, wo der Pfeffer wächst. Also gut, ich glaube euch.
Als junger Bursche wäre ich wohl genauso furios gewesen, wenn man mich zu Unrecht der Lüge bezichtigt hätte. Dann hat euch also mein Bootsmann zu mir geschickt, hä? Hast du Ardo gerade jung genannt? Das hat er. Er macht sich große Sorgen um euch, da ich mich mittlerweile hier im großen Fluss recht gut auskenne, habe ich meine Hilfe angeboten. Ich habe auch ein kleines Helfersyndrom, ich biete eigentlich immer meine Hilfe an. Ich kann verstehen, dass sich meine Mannschaft Sorgen macht. Doch in manchen Dingen hat man schlicht keine Wahl. Das Versprechen, an das ich gebunden bin, geht nur mich was an. Gute Stimme. Ihr mögt eure Gründe haben und sei es nur, um eure Leute zu schützen, dann lasst euch von mir helfen. Versteht mich nicht falsch, ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber ich muss ablehnen. Niemand außer mir wird sich wegen dieser Sache in Gefahr begeben. Also gehabt euch wohl. Pah, dem Kerl da reinfolgen? Seid ihr verrückt geworden? In das Flimmerding bekommen mich keine 12 Grubenponys. Wenn schon keine 12 Grubenponys, dann vielleicht ein großer Humpen Helles. Pah, dann musst du schon ein ganzes Fass Helles sein. Abgemacht. Aber es bleibt bei einem Fass, auch wenn wir noch weitere Tore durchqueren. Die drei da dastehen. Gut, also... Wir gucken uns jetzt noch nach dem Schatz des Wirtes um. Und danach gehen wir in den Sphärenriss. Was, ich meine, ich kann euch natürlich fragen, was haltet ihr davon, aber ihr könnt ja nicht antworten, weil es ist eine Massenaufnahme. So. Okay, wir gehen schwankend auf den Schatz des Wirtes zu. Okay, da ist noch der hohle Baumstamm. Wieder mit Ulmenholz. Okay, das ist nicht so interessant. Gut, dann Schatz des Wirtes. Natürlich verschlossen. Ja. Herr Kuano, waltet eures Amtes. Ja, wir haben eine Quest abgeschlossen. Nice. So, und dann würde ich sagen, bevor sich der Schlüssel riecht, der Schluss riecht, ja. Der Riss schließt. Rennen wir mal hinterher. Und sehen, wohin uns das führt. Und das sehen wir vor allem nächste Woche. Einmal rein da. So war es also gekommen, dass wir Phileason durch das magische Tor folgten. Doch was würde uns erwarten? Was war Phileasons Geheimnis? Wir waren fest entschlossen, es herauszufinden und ihn auf seinem Abenteuer beizustehen. Endlich kann Tishana fallen. Endlich tritt unsere Vorsehung ein. Endlich ist unsere Erlösung nahe, die Mauern bereit zu bersten.